der Weltraum. Wir schreiben das Jahr 2020. 7,7 Milliarden Menschen leben auf einem kleinen Raumschiff inmitten der Weiten des Universums. Weit weniger als 1% der Menschen haben mit einer marktradikalen Ideologie alles Eigentum und alle Macht an sich gezogen und haben sich entschieden, dieses Raumschiff auszubeuten, bis es kaputt ist. Die restlichen 7,7 Milliarden Menschen sind wehrlos und besitzen nichts. Tun sie alle nichts? Es liegt an uns, es liegt an jedem Einzelnen von uns, etwas zu tun, damit dieses Raumschiff, dieser wunderschöne Planet, wie er in den unendlichen Weiten des Weltraums schwebt, erhalten bleibt. Es liegt an jedem Einzelnen, etwas dafür zu tun, dass unsere Mutter Erde nicht weiter nur als Ressource für kapitalistisches Wirtschaften betrachtet wird. Es liegt an uns, jedem Einzelnen, etwas dafür zu tun, dass unsere Welt sozial wird, menschlicher als sie ist. Und dass wir dafür sorgen, dass nicht nur 1% der Menschen auf diesem Planeten alles besitzen, was es auf diesem Planeten gibt. Es ist unser Planet und nicht ihre. Habt Freude, habt Spaß mit den Eurigen, lasst es euch gut gehen und denkt drüber nach, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass dieser Planet bewohnbar, schön und erhalten bleibt. In diesem Sinne, Michael. Huệ kính chúc tất cả mọi người Giáng sinh an lành và năm mới an khang thịnh vượng. Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Glück auf!